Okay. Wo war denn der Gang nach draußen? Der war markiert, das weiß ich noch, aber wo war die Markierung? Gehen wir mal diese Hauptgänge quasi hier lang. Das ist jetzt komisch. Süden. Hier war da ein Teleport auf die andere Seite. Genau. Da sind wir rein teleportiert. Und ich hätte schwören können, irgendwo hier sind wir zurückgekommen. Also nach Osten, dann nach Norden. Hier irgendwo. Aber nee. Hier ist nichts. Sollte unbedingt. Ah, okay. Sollte unbedingt den Platz markieren. Ich glaube hier. Drei. Drei. So. Also wir haben das Zeug für den Magier zusammen. Auch wenn das nicht so wirklich wichtig zu sein scheint, denn wir kriegen nur Gold dafür. Und ja, nur Gold. Gold ist toll und so, aber das hilft uns nicht bei den Talismanen. Kann schon. So. Osten. Da geht's weiter. Da ist nichts unten. Okay. Komm rüber. So. Der Magier war allerdings eine Etage weiter oben. Sollte ich aber auch nicht vergessen. Hier oben sind wir noch nicht zu Ende gelaufen. Das heißt, ich gehe erstmal ganz kurz dahin. Also nach Norden. Rechts rum und dann gleich wieder rechts. Und suche da nach einer Geheimtür, die der Magier irgendwo gelassen haben soll. Kann man dich kaputt machen? Auch sonst. Hier ist der Weg nach unten. Ich weiß nicht so wirklich, ob ich nach unten will. Meine Geheimtür sehe ich hier schon mal nicht. Na gut, ganz kurz mal nach unten spähen. Kann ja nicht schaden. Ebene 6. Nichts auf der Karte. Was bist du für ein Material? Oh, und hier sind die Seher des Mondes. Okay, nee, das sollten wir noch nicht angehen. Nicht so lange, wenn ich. Was? Lava? Ja. Wir kommen also definitiv immer tiefer runter und es wird immer mehr Lava. Aber ja, die Seher sollten wir noch nicht angehen, solange wir nicht oben alle Quests erledigt haben. Sonst wird mein Zettel so unübersichtlich, dass wir irgendwas vergessen werden. Und dann eventuell das Spiel nicht abschließen können. Das wäre schade. Also gehen wir jetzt nach Norden. Na. Klick. Und gucken uns hier weiter um. Auch fällt hier irgendwo eine Flöte rum. Alle, hopp. Also schien ja mal ein Festsaal gewesen zu sein. Wenn es hier kaputt. Oh, was ist in dem Beutel da? Oh, ein Kamikaze-Wurm. Ja, ganz toll gemacht, Würmchen. Sonst nichts, ne? Okay, du kannst nicht mit, weil du zu schwer bist. Immer noch zu schwer. So. Dietrich hier. Oh, hier ist wirklich eine Flöte. Du dahin. Du dahin. So, du weg. Du. Aufheben, komm schon. Du
dahin, du da rein, du mit und angucken. Schlösser knacken. Arm ist wieder eine Schlösserknacken-Rune. Die Quatsch-Mantra haben wir aber, glaube ich, schon. So. Flöte. Flöte ist wichtig. Und es ist auch wirklich eine Flöte. Ja, sehr schön. Also mit der Flöte müssten wir jetzt eigentlich zu diesem Snack-Eye. Oder Eye-Snack. Das machen wir später. Weil selbst wenn wir bei Eye-Snack wären und die Melodie lernen würden, wir wüssten immer noch nicht, wo wir es anwenden müssten. Also, ja. Soweit hier nichts. Pilze und... Hey, ein Weg nach oben. Das ist nicht der andere Weg nach oben, den wir genommen haben. Also der Weg runter. Wo kommen wir hier raus? Also, auf genau der anderen Seite. Ja, okay. Aber hier ging es noch weiter. Genau hier. Was steht denn da dran? Wachpersonal. Oh, du bist kein Wachpersonal. Du bist ein Giftwurm. Giftwurm. Okay. Also hier standen wohl vor die Wachen mit Armbrüsten. Vielleicht haben das Ganze beschützt. Oh. Kaputt. Nö. Geheimwände sind mir so auch keine aufgefallen. Also irgendwas Auffälliges jedenfalls nicht. Gucken wir nochmal nebenbei. Okay. Das heißt, wir können jetzt doch diesen Hochgang benutzen und dann zum Altar der Tugenden. Der wo wäre? War der doch unten? Oh, der war doch unten. Okay. Das heißt, wir gehen wieder runter. Wir müssen jetzt in den Hauptraum, wo wir die Flöte gefunden haben. Das wäre hier südlich, genau. Vorgehe ich mal kurz nach oben, also nach Norden. Und gucke, ob diese Passage vielleicht gemeint war mit den von dem Magier versteckten Türen. Hier waren Skelette. Aber nö, ich sehe nichts Auffälliges. Und die Geheimtüren sind meistens ziemlich auffällig. Nö, okay. Südlich, einmal durch den Hauptraum huschend. Tonk. So. Dann von hier aus westlich war das. Und dann gab es eigentlich nur einen kleinen Seitenraum mit den Geistern. Den ignorieren wir und danach den Altar der Tugenden. Denn. Ja, hier war der Seitenraum. Hier ist der Altar. Oder Tempel. Wie heißt du genau? Der Schrein. Sprich mit Magier. Hast du 80 Dinger gefunden? Ja, habe ich. Wir geben ihm alle 84. Ja, habe ich. Dürfte sie bitte haben? Ja, hier. Vielen Dank. Kehre in einer Stunde zurück und ich werde dir einen Goldnugget in der Größe geben, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Ich kann mir sehr große Goldnuggets vorstellen. Aber okay. Eine Stunde, damit meinte eine Real-Life-Stunde. Und so lange wollte ich eigentlich doch nicht warten. Und das ist nur ganz normales Wasser. Okay. So, das heißt, das hätten wir schon mal erledigt. Erase Erz. Das haben wir auch fertig. Das ganze Gebiet hier. Wir brauchen noch Toms Bild.
Wir brauchen... Wo braucht man die Flöte? Da braucht man die Flöte. Ja. Wo zum Geier könnten wir die Flöte benutzen? Bei dem Grab von dem einen, von dem Nolan vielleicht? Also ja, unser nächstes Ziel sollte sein, wir laufen jetzt zurück über den Lavasee. Kann ich schon machen, während ich rede, genau. So. Wir laufen zurück über den Lavasee zu der Stelle, wo wir die Flöte brauchen. Dann bringt er uns bald, wie man die Flöte spielt und dieses Lied spielt. Und dann, sobald wir jedes Mal an eine Stelle kommen, wo wir nicht weiter wissen oder wo es komisch ist, dass es nicht weitergeht, da spielen wir auf die Flöte. So. Hier? Ja, hier ist gut. Südlich. Aber ich denke, ich werde erstmal schlafen müssen. Ja, da hinten müssen wir herüber. Schaffen wir das noch? Nein, schaffen wir nicht. Okay, Licht aus, schlafen. Levitieren, levitieren. Rüber da. Hier unten müsste die alte Dame auch irgendwo sein. Ein Bild von Tom. Wo sollen wir ein Bild von Tom finden? Wahrscheinlich ist irgendeiner der Zombies inzwischen Tom geworden. Was könnten wir machen? Könnten wir den Zombies einfach jeden Zombie einmal ansprechen, ob die einen Tom kennen? Das mache ich gleich mal. Wir müssen ja eh bei ein paar davon vorbei. Also entweder das oder einer von den aggressiven Zombies ist Tom. Und wenn er stirbt, hinterlässt er ein Bild von sich selbst? Unwahrscheinlich. Na gut, du zu. Nördlich halten. So, Karte. Njom. Links an der Wand. Für eine ganze Weile. Und dann nachher hier auch nochmal kurz gucken. Also links an der Wand. Zip, zip, zip. Links, links. So lange, bis wir nach Osten zeigen, wenn wir links an der Wand lang gehen. Hier. Dann einmal kurz rechts rein, um zu gucken, was hier noch ist. Ah, ich glaube, es war falsch. Links, links. Was? Oh. Okay. So eine ganze Ecke weiter. Also jetzt immer noch weiter links an der Wand lang. Und wenn wir wieder nach Osten gucken, dann rechts die Nische überprüfen. Nämlich hier die Nische. Ein Kraut. Ja. Ganz viel Essen. Wo kommt das denn her? Bedienen wir uns mal. Jam, jam, jam. Jam, 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 jam. So, voll. Du warst der, der uns die Kombination gegeben hat. Wo war der Flötenmensch? Der Flötenmensch war hier nach Süden. Hier. Oh, Flötenmensch. Eisnack. Hast du eine Flöte? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Hier ist die Flöte. Okay, wir müssen jetzt die Flöte wirklich spielen. Das ist ja interessant. Also, Zettel. 3, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 7, 5. 3, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 7, 5. Danke, die Eisnack. So, wo ist meine Flöte? Da ist meine Flöte. Benutze Flöte. 3, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 7, 5, Escape. Ja, schon mal sehr interessant. Schreibe ich mir erstmal auf.
Also hier, damit ich es auf dem Zettel nicht später irgendwo verliere. Also. 3, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 7, 5. So, ganz kurz nach Westen, die eine Nische ausleuchten. Die hier. Und dann müssten wir jetzt eigentlich schon wieder hier weg. Aber das will ich nicht so wirklich. Oh, die Verbindung wäre auch schön. Guck mal ganz kurz, ob wir hier irgendwas machen können. Ja, wir gehen nach Westen und dann nach Norden. Westen. Hier. Also ich glaube zwar, ich hatte da schon mal versucht, da irgendwas zu machen. Aber sicher ist sicher. Weil die Verbindung wäre echt irre praktisch. Wo sind wir? So, da geht's hoch, okay. Alternativ könnte man auch immer hier hochgehen und woanders wieder runtergehen, um das Ganze bei der Lava rumlaufen zu umgehen. Aber ja. So, so, ah. Das sieht ja echt wie eine Geheimtür aus. Ja, ich glaube schon. Flöte. Also. 3, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 7, 5. 3, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 7, 5. Kannst du nicht benutzen. Anschauen. Steinmauer.